Ja, und nun begrüßen Sie bitte den Regisseur des Hauptfilms, Axel Ranisch, hier bei uns. Herzlich willkommen. Hallo Axel, sehr, sehr cool, dass du hier bist. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass ihr Premiere hattet beim Filmfest München. Und was ganz spannend ist, ja, nicht nur der Film, sondern gleich noch ein anderer von dir. Wie fühlt sich das an? Wie läuft es jetzt gerade? Was steht bevor? Es ist ja noch vor Kinostart, dass wir den Film jetzt heute sehen. Na, gerade ist das Leben sehr aufregend. Also, wie gesagt, dieses Jahr im Sommer in München, das war unglaublich. Da waren 2 Wochen, da hatte ich eine Opernpremiere, weil ich 2 Einakte an der Bayerischen Staatsoper inszeniert habe und dann zur gleichen Zeit die Premieren von Ich fühl mich Disco und einem Kinderfilm, den ich gedreht habe, der heißt Räuber. So ein ganz kleiner, rotziger Film, den wir ohne Fördergelder gedreht haben, in dem mein Neffe die Hauptrolle spielt. Und München war halt in allen drei Dingen ein großer Erfolg. Und jetzt reise ich halt durch die Lande und präsentiere Ich fühl mich Disco, weil wir am 31.10. Kinostart haben. Jetzt werde ich auch noch Kommissar für die ARD und stehe da ab Dienstag vor der Kamera als Kommissar Schröder. Auch das erste Mal fürs deutsche Fernsehen. Mal gucken, wie das wird und ob ich das kann. Ich weiß ja nicht, ob ich ermitteln kann. Ich muss noch jetzt, ich habe heute schon ganz viele medizinische Begriffe auswendig gelernt, als ich hier war im Hotel und gewartet habe. Das muss ich morgen auch noch machen im Zug. Und dann im März fangen wir mit unserem nächsten Film an und dann kommt halt einfach das nächste. Das ist, Sie merken, ich drehe gern. Das Schöne ist, ich habe irgendwie den Weg gefunden, wie ich auch oft drehen kann, weil alles andere macht mir nämlich keinen Spaß. Also alles andere als nicht drehen finde ich doof. Wenn man so Regisseur ist, muss man drehen. Ich würd mich umbringen, wenn ich einer von diesen Regisseuren wäre, die nur alle 5 Jahre einen Film drehen. Das geht gar nicht. Jetzt auf jeden Fall können Sie Ich fühl mich Disco sehen. Das ist ein mir ganz wichtiger Film, ein mir ganz naheliegender, ziemlich persönlicher Film. Er hätte eigentlich mein Diplomfilm werden sollen an der Filmhochschule. Ich habe angefangen 2008 an diesem Stoff zu arbeiten. Ich wollte den eigentlich viel früher drehen. Es hat 11 Drehbuchfassungen gedauert. Darüber werden wir uns nachher länger unterhalten. Und ungefähr 5 Jahre Zeit, bis ich ihn dann wirklich endlich drehen durfte, nämlich so, wie ich dann wollte. Aber er ist ein Er hat ein bisschen mit mir zu tun, auch das klären wir danach. Er ist ein bisschen bescheuert, er ist ein bisschen traurig, er ist ein bisschen lustig, ja, skurril, fantastisch, er ist musikalisch, rhythmisch, und ich glaube, er ist voller Herz und Liebe und er spielt in Berlin-Lichtenberg, in der Region, in der ich, in dem Bezirk, in dem Kiez, in dem ich auch groß geworden bin. Und der Film ist so ein bisschen eine Liebeserklärung an die Plattenbauten von Berlin-Lichtenberg und an meinen Papa und an meine Jugend. Und dafür wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Spaß dabei. Ganz herzlichen Dank, Axel Ranisch. Ja, viel Spaß wünsche ich Ihnen auch. Und ich kann noch eins sagen, er hat eine Produktionsfirma gegründet, die heißt Sehr Gute Filme, die auch diesen Film produziert hat. Und der Name ist Programm, das kann ich schon mal sagen. Bis nachher. Diesen Film hat Cordes und Cordes Ah, produziert. okay. Aber es trotzdem, du hast es werden gegründet. viele Filme Genau, es wird auch ein sehr guter Film sein. Viel Spaß und bis nachher. Der ist vielleicht nur gut. Begrüßen Sie den Regisseur Axel Ranisch bei uns vorne. Und Uli Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Dankeschön. Kleiner Applaus. Bevor es losgeht, möchte ich noch eine Sache sagen. Falls dieser Film Ihnen Lust gemacht hat, Christian Steifen, den Schlagersänger, mal live zu hören. Übermorgen in Wiesbaden im Schlachthof tritt er auf. Und die Organisatoren haben gesagt, alle, die mit der Kinokarte des heutigen Abends kommen, kriegen ermäßigten Eintritt. Das wollte ich nur vorweg sagen. Nun viel Spaß beim Gespräch. Christian Steifen ist immer ein Garant für einen guten Abend, das kann ich versprechen. Ich brauche immer was in der Hand. Schönen guten Abend. Ich bin es nicht gewöhnt mit diesem Standmikrofon. Ich habe es lieber in der Hand. Schön, dass Sie noch da sind und unserem Gespräch lauschen wollen. Der
Pressehinweiszettel, so nenne ich es jetzt mal ein bisschen despektierlich, sagt, der neue Film von Axel Ranisch macht glücklich. A, Frage an dich. War das die Intention? Dass der Film glücklich machen soll? Nee, ich glaube, glücklich ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, der Film sollte nicht glücklich machen. Aber der Film sollte vielleicht Mut machen. Die Sache, dass das Gefühl vermitteln, dass auch wenn etwas scheiße ist, kann es doch auch gut werden. Nur ist ja in dem Film was ziemlich radikal scheiße, wenn die Mutter stirbt, ja, im Koma liegt. Das ist sozusagen der klassische Stoff für eine Tragödie. Mhm. Du machst das sozusagen zum Zentrum einer Komödie oder einer Farce, das klären wir vielleicht später noch. Warum so radikale Brüche? Na, das ist für mich, also ich bin ein Mensch, ich mag Tragödien wahnsinnig gerne, aber ich mag auch den Humor wahnsinnig gerne und ich finde, beides funktioniert nur miteinander. Ich finde, dass man erst richtig lachen kann, wenn man mit den Figuren am Abgrund war und dass man auch erst einen Abgrund wahrnehmen kann, wenn man mit den Figuren lachen konnte. Und deswegen, das sind so Themen, die mich auch berühren. Also, weißt du, so einen lieben Menschen zu verlieren oder unglücklich verliebt zu sein oder das sind, ich meine, das kennen wir ja wahrscheinlich alle. Und das dann aber darin nicht zu ertrinken, sondern das mit einem Augenzwinkern zu behandeln und zu sehen, das liegt mir halt so am Herzen. Der große irische Dichter Flann O'Brien hat mal gesagt, der Humor ist ein Leibdiener des Kummers. Genau. Der Kummer ist hier aber gar nicht wirklich präsent, sondern nur das, was Kummer erzeugen soll. Es gibt diese Szene, wo er dann sagt, ach, die Party hier im Krankenhausbett, das passt jetzt gerade nicht so gut. Also da ist immer, oder am Ende, wo sie sich mit einem intensiven Kuss von ihrem Mann verabschiedet und der Sohn, ach, das gar nicht sehen. Also es gibt immer so, selbst in den tragischen Szenen gibt es diese komischen Brüche. Ja. Ja. Alles klar. Naja, so ist es ja manchmal. Also ich meine, das ist ja auch alles nachvollziehbar. Ich meine, selbst wenn die da voneinander Abschied nehmen müssen, dann ist es für Flori total doof, dass er jetzt seine Eltern beim Knutschen angucken muss. Also wer will das schon? Die Normalität kommt ja im Grunde gar nicht als Normales vor. Also es gibt diese lustige Farce, dann gibt es zum Beispiel Haare schneiden. Das wäre ja noch normal eigentlich, wenn der Vater nicht unbedingt nackt dabei wäre. Und dann gibt es eben die Tragödie. Aber Normalität ist langweilig, oder? Das ist aber Normalität. Also ich meine, manches ist halt einfach so. Meine Mutter ist, also zum Beispiel die Szene mit dem Haare schneiden. Meine Mutter hat das, glaube ich, nie so richtig verstanden, dass das zum Beispiel für meinen Vater und mich nicht so toll war, wenn wir nackt auf dem Stuhl saßen und die Haare geschnitten bekommen haben. Sie hat das immer als sehr pragmatische Geschichte wahrgenommen. Sie hat immer gedacht so, naja, also ich muss keine Sachen waschen, wir müssen kein Geld für den Friseur ausgeben, ich setze euch auf den Stuhl und nachher kann ich euch absaugen und es ist ganz pragmatisch. Das ist, ihr müsst wissen, ich komme aus Lichtenberg, aus Ost-Berlin und meine Eltern sind Sportler und Nacktheit war jetzt nie für uns so ein großes Thema. Wir haben auch immer FKK am Ostseestrand gemacht oder sind nach Slowenien ins Thermalbad gefahren, natürlich nur, wo man nackt sein baden konnte und so. Also als ich in die Pubertät kam, spätestens ab 12, war das die Hölle für mich, aber meine Eltern hatten mit Nacktheit nie ein Problem. Und jetzt müssen sie damit klarkommen, dass das in meinen Filmen landet. Ja. Man merkt schon, du hast es auch am Anfang gesagt, dieser Film ist dir besonders wichtig, weil eben sehr viel von dir drinsteckt. Man kann in deiner Biografie, wo immer man sie findet, nachlesen, er wurde 1983 als dickes Kind von sportlichen Eltern geboren. Ja, von zwei Leistungssportlern, genau. Die sind dann aber, also ich habe zwei ältere Geschwister, ich bin geboren worden, da waren meine Eltern so 40 und dann haben die halt gerade so mit dem Sport aufgehört und irgendwie sind beide mit mir dick geworden. Ich habe auch immer das Gefühl, ich bin schuld daran, dass meine Familie übergewichtig geworden ist. Aber
Das hat mich natürlich geprägt. Aber dick sein ist da nicht eigentlich wirklich ein Problem. Auch in dem Film ist es nicht wirklich ein Problem. Ich finde, das darf auch kein Problem sein. Also das ist mit dem Dicksein genauso wie mit der Homosexualität oder dem Leben im Plattenbau. Ich will nicht, dass das problematisiert wird. Das soll im Alltag ankommen. Weißt du, einmal möchte ich auf der einen Seite möchte ich Alltag abbilden so und die Probleme halt einfach alltäglich werden lassen, weil ich finde, man sieht zu wenig dicke Menschen im Kino. Ich sehe auch, also ich bin ja selber schwul, ich sehe auch zu wenig dicke Schwule im Kino. Wenn ich auf irgendwelchen tollen schwulen Festivals bin, dann sehe ich halt entweder irgendwie problematische Filme, die für Heteros gemacht sind, wo halt irgendwie Homosexualität ein Riesenproblem ist, oder ich sehe Filme von unfassbar attraktiven Männern, die miteinander rumvögeln den ganzen Film lang, die dann nur für Homos gemacht sind. Das regt mich auf, man sieht keine normalen Menschen. Und deswegen möchte ich halt so gerne das nehmen und aber im Alltag ankommen lassen. Und zum anderen, warte mal, jetzt habe ich vergessen, was ich zum anderen sagen wollte. Reicht ja auch. Also, dass das Schwulsein nicht problematisiert wird, da bin ich mir nicht so sicher, weil der Partner ist ausgerechnet ein rumänischer Macho, der natürlich zu allen Zeiten, wo es hören will oder nicht, sagen muss, ich bin nicht schwul. Natürlich, ja, aber wenn du dir jetzt beispielsweise mal, also das, was man ja erwartet, ist, dass die bollerhete Papa, dass die ein großes Problem mit der Homosexualität hat. Papa löst das aber zerfressen von Ehrgeiz, einmal als Trainer, als Wasserspringtrainer. Und halt immer durchaus auch auf Erfolge abgesehen. Ich kenne das von meinem Papa, der war ja auch Trainer für Wasserspringen. Der hat den Trainer halt nie zu Hause gelassen. Der ist halt immer nach Hause gekommen und war dann immer noch so ehrgeizig. Und genauso ehrgeizig, wie er mit seinem Sport ist, ist er dann auch ehrgeizig, wenn er ein Problem erkennt. Und dann schießt er halt direkt übers Ziel hinaus. Und dann steht man da als Sohn und denkt so, Donnerwetter, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und staunt dann, wie schnell das geht. Also manchmal unterschätzt man die Eltern ja auch. Also ich glaube, man erwartet in dem Film eigentlich viel mehr, dass der Papa ein Problem wird, dass aber die Liebe eigentlich viel komplizierter sein kann oder dass man in dem Alter viel mehr, zumindest ging es mir so, als ich meine Homosexualität entdeckt habe, ich habe viel länger mit mir gehadert als meine Eltern mit mir. Ja, und das Hadern ist natürlich Thema. Insofern kommt das Schwulsein dann tatsächlich im Alltag an, aber das Hadern eben auch. Aber genau, es geht auch um Hadern, um Liebe und so. Und ich glaube, das verstehen alle. Also in Berlin hat Knut Elstermann, ein Journalist in Berlin, gesagt, so der Film ist ganz gut heterokompatibel. Und das ist, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Lob ist oder nicht. Doch, ich glaube schon. Also heterokompatibel. Fragen wir mal anders. Wer ist denn Christian Steifen? Also ich habe diesen Film gesehen, habe als Gast Christian Steifen, habe gedacht, klar, super, da ist ja jemand erfunden worden. Dann bin ich ins Internet gegangen, da gibt's einen Mega-Auftritt Christian Steifen mit Internetseite und weiß ich nicht was alles. Dennoch habe ich das Gefühl, auch jetzt noch, der ist für den Film erfunden worden. Nee, ist er aber nicht. Also ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich habe ja 2008 mit Schreiben angefangen an dieser Geschichte und im April 2009 habe ich Christian Steifen kennengelernt. Damals war er in Osnabrück, eine osnabrückweite Werbefigur für das dortige Casino. Er hat also Werbung fürs Casino gemacht und jeden ersten Montag im Monat immer das Disco-Bingo veranstaltet, eine Kultveranstaltung mittlerweile. Das kann man auch immer noch besuchen. Jeden ersten Montag im Monat in Osnabrück zum Disco-Bingo im dortigen Casino. Da wird viel Bingo gespielt, viel Schlagermusik gespielt und viel gesoffen. Und das ist eine phänomenale Veranstaltung. Und über diese Veranstaltung wurde Christian Steifen im Raum Osnabrück zum Kult. Und ich habe den gesehen und gedacht und seine Texte und seine Lieder gehört. Er gab mir so nebenbei eine CD, weil ich kannte ihn über einen Freund oder habe ihn kennengelernt über einen Freund. Und dann hörte ich diese CD zu Hause und plötzlich wusste ich, dass Christian Steifen der Mann ist, der meinem Papa Hanno in dem Film helfen kann, seinen Sohn zu verstehen. Ich sah ihn regelrecht als Messias vor mir. Und so wurde er auch zu einer Jesusartigen Gestalt in meinem Film. Bis zu der fulminanten Szene, wo Papa fragt, kann ich dir eine reinhauen? Und er sagt, klar. Also Altruist, der er ist, auch. Ja. Aber er heißt nicht wirklich Christian Steifen.
Das wird jetzt privat, also da müssen wir mit Christian selber reden. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Auskunft geben kann. Und er nennt sich auf seiner Homepage, nennt er sich das Bernsteinzimmer der guten Musik. Ja. Seine CD heißt Arbeiter der Liebe. Also ja. Ehrlich gesagt, da ist doch Gildo Horn oder zumindest Dieter Thomas Kuhn stand doch der Pate, oder nicht? Ich glaube, da stehen ganz viele Pate. Er ist, ich finde, sowas wie ein Schlager-Punk. Also Christian Steifen ist auf jeden Fall so, wie ich Schlagermusik auch ertrage, mit einer nötigen Portion Selbstironie und dem großen Herz, Gutes in die Welt zu verstreuen. Also Zeilen wie "Ich sehne mich so sehr nach Sexualverkehr", das hätte von Helge Schneider sein können. Ja, aber er steht in einer guten Tradition, merke ich gerade, wenn du diese ganzen Namen nennst. Was aber witzig ist, ist, deine Jugend ist eine Jugend der späten 80er, frühen 90er Jahre. Diese Disco-Atmosphäre, also mit der Glitzerkugel an der Decke, mit den weiten Kragen und den weißen Anzügen, diese ganze merkwürdige Keller-Glitzer-Atmosphäre, das viele Orange in diesem Film, das ist alles Reminiszenz an eine Zeit, die weit vor deiner liegt. Ja, ist gar nicht so meins. Ja, wie kommt es dazu? Naja, es ist vielleicht viel mehr die Zeit, die Hanno und Monika geprägt hat, glaube ich. Also deswegen ist da, glaube ich, so viel Disco und Orange. Also Flori macht das wahrscheinlich auch aus einer großen Liebe zu seiner Mutter alles mit. Ich glaube nicht, dass er von selbst Christian Steifen entdeckt hätte. Ich, für mich persönlich, habe die klassische Musik entdeckt. Im Alter von 11 Jahren. Das ist sogar ein bisschen früher. Also das war so ein tolles Erlebnis. Mein Vater kam von irgendeinem Wettkampf in der Tschechoslowakei 1991 wieder und brachte unseren ersten Ghetto-Blaster nach Lichtenberg und damit 20 Doppel-CDs, die Highlights der klassischen Musik. Und diesen Ghetto-Blaster und die Musik, die habe ich mir geschnappt und war verloren für immer. Und dann hat mich eigentlich nichts anderes mehr interessiert als klassische Musik. Und ab meinem 11. Lebensjahr habe ich jeden Samstag in so einem Kulturkaufhaus in Berlin verbracht und den ganzen Tag Musik gehört, um mich am Ende bei Dussmann, um mich am Ende für die eine CD zu entscheiden, die ich von meinem Taschengeld kaufen konnte. Und dann habe ich die CD die ganze Woche gehört und dann war wieder Samstag. Was hat das denn gekostet, sich in diese Musik einzuhören und in diese Zeit vor allen Dingen einzufühlen, in diese bunt-orange Zeit, die viele von uns live erlebt haben und dementsprechend gruselig finden? Mein Vater war ja, mein Vater war ja immer ein großer Schlagerfan. Insofern, also wir haben auch, also das waren dann halt nicht Christian Steifen, sondern das waren dann halt im Trabi zum Urlaub immer so Albano und Romina Power. Aber ich finde, das liegt gar nicht so weit weg voneinander. Das eine ist selbstironisch, das andere meint es ernst wahrscheinlich. Ja, aber ich fand auch Albano und Romina, ich hab die immer missverstanden. Ich habe immer gedacht, das wäre auch ironisch gemeint. Es geht mir mit vielen Schlagergrößen so. Wie lange hat es denn gedauert, den Edding wieder aus dem Gesicht rauszukriegen? Naja, das weiß ich nicht. Die haben das ja dann, also, wird schon gedauert haben. Na, ist das schon ein bisschen gemein, so mit Edding den Bart zu malen, oder? Aber das ist, glaube ich, gar... Ist das Edding? Nein, ich glaube, wir haben doch so Schminke verwendet. Das war doch gar kein Edding. Du unterstellst mir jetzt Sachen, die überhaupt gar nicht stimmen. Ich quäle doch meine Schauspieler nicht. Nee, wirklich nicht. Ich bin ja ein sehr netter Regisseur. Was heißt das? Dass ich ein netter Regisseur bin. Naja, du arbeitest ja viel mit Improvisation, ja, und mit offenen Sets und ja, man kann sozusagen sich selber einbringen, wenn man Teil des Ganzen ist. Ja, kann man sich dabei erlauben, nett zu sein? Unbedingt. Nee, also auf die Arbeitsweise zu sprechen zu kommen, ich habe so angefangen, ich habe als Medienpädagoge angefangen und ein Großteil, also meine 80 Kurzfilme und so, da ist die Hälfte davon sind medienpädagogische Arbeiten, weil ich als Medienpädagoge angefangen habe mit dem Konzept, man hat immer eine Woche Zeit, so zwei Hände voll Seminarteilnehmer, das können Kinder sein oder Jugendliche, Behinderte, Leute im Knast, ich habe ganz unterschiedliche Ärzte, genau. Und wir haben immer innerhalb einer Woche einen Film gemacht, aus dem Nix, die haben alle gespielt, wir haben den zusammen entwickelt. Ich habe den dann geschnitten. Am Wochenende wurde Publikum eingeladen und dann wurde der Film präsentiert. Und dann war immer innerhalb einer Woche war der Film fertig. Und so sind meine ersten 40 Kurzfilme entstanden. Und das natürlich immer improvisiert, immer mit Laien und immer möglichst
flott, skurril und auch humorvoll. Das war so meine erste Schule. So habe ich angefangen. Dann habe ich an der Filmhochschule gelernt, wie man es richtig macht, wie man das denn dann macht, wenn man einen Kameramann hat und einen Tonmann und wenn man die Kamera aus der Hand geben muss und wenn dann plötzlich so viele Leute am Set rumrennen und man ein Drehbuch schreibt und genaue Dialoge und eine Auflösung, wenn man dann plötzlich ans Set kommt und es ist alle Arbeit schon getan. Also wenn man dann weiß, jetzt dreht man die Einstellung und dann muss man 2 Stunden warten, weil die Leute das Licht aufbauen und man hat 50 Leute am Set und die Hälfte davon langweilt sich und frisst vom Catering. Das habe ich gelernt dann an der Filmhochschule, wie das so läuft. Und es hat mich so angekotzt. Also ich fand es so doof. Ich habe immer parallel meine kleinen, ich habe die Ferienfilme genannt, wenn wir dann mit einem ganz kleinen Team mit Freunden los sind und dann in 1-2 Wochen in den Ferien halt wieder irgendwas rausgerotzt haben, was dann frei war. Weißt du, wir haben uns ganz oft von den Orten inspirieren lassen. Wir haben so einen Film in Schleswig-Holstein gedreht, mitten im Schnee. Das war irre, weil es war Ebbe und Meer und es lag Schnee. Es war ganz toll. Da hat der Ort Regie geführt. Das ist ein ganz skurriler Film entstanden, der heißt Teubelhus. Und so haben wir immer unsere Filme gemacht. Und ich fand immer in all meinen Filmen, in denen ich den Schauspielern keine Dialoge gegeben habe, fand ich die alle so viel besser als in den Filmen, in denen ich so ganz genau gearbeitet habe. Ich meine, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich keine Dialoge schreiben kann. Das kann sein. Aber ich glaube, dass mir das einfach nicht liegt. Insofern ist jetzt die Arbeitsweise in Ich film mich Disco jetzt zuletzt und halt auch die Arbeitsweise in meinem ersten Kinofilm Dicke Mädchen eine Rückbesinnung auf die Anfänge. Ich find's ganz ehrlich unlogisch, wenn ich mir am Schreibtisch lange Dialoge ausdenke, die dann Schauspieler auswendig lernen sollen. Und dann sprechen die Texte, wo man sieht, dass sie sich jetzt daran erinnern, was für einen Text sie sprechen sollten. Das ist totaler Quatsch. Ich arbeite mit meinen Schauspielern anders. Wir treffen uns lange vorher, also Heiko, der Hauptdarsteller jetzt in Ich film mich Disco, der Papa, der kannte das Drehbuch oder die Drehbücher 5 Jahre lang schon, die Entwicklung des Films. Der wusste alles über den Film und wir haben uns halt immer getroffen und über die Figuren geredet. Der wusste jedes Detail seines Lebens, also er und seine Frau beispielsweise, wenn du so eine Ehe erzählst. Die wussten, wie die sich kennengelernt haben, wie die Hochzeitsfeier war, wie das war, als sie das erste Mal ihre Schwiegereltern besucht haben, wo die in Urlaub gefahren sind, was die morgens machen. Heiko wusste, wie er riecht. Seine Soap-Opera im Internet. Ja, all das, also das müssen, ich finde, das müssen die wissen und deswegen treffen wir uns und wir proben keine Sachen, die im Film vorkommen, sondern wir proben nur Sachen, die davor passieren, die das Zwischenmenschliche zwischen den Figuren erklären und wenn die dann wirklich ihre Figuren in- und auswendig kennen, dann können die gar nichts mehr Falsches sagen, dann ist alles, was die sagen, richtig, weil sie es aus ihrer Figur heraus tun und dann entstehen Dinge, die kann ich gar nicht schreiben. Und das ist dann Stanislavski Method Acting. Genau. Beides auf einmal. Die Anfänge, da kann man nachlesen, du bist zufällig zum Film gekommen und dann ist das entstanden, was du vorhin eingangs gesagt hast, dass alles, was nicht Film drehen ist, findest du doof. Das ist von wegen, das ist ein Riesenschritt. Wie ist das passiert, der Zufall zum Film zu kommen und dann so besessen davon zu sein? Naja, ich wusste halt lange nicht, was ich werden wollte. Ich wollte lange Komponist werden. Ich habe halt gedacht, ich habe aber vergessen, ein Instrument zu lernen. Also ich habe halt immer zu Hause gesessen und klassische Musik gehört und habe halt Sinfonien im Kopf gehabt und gedacht, ja, ich werde Beethoven. Und dann habe ich irgendwann, also als ich dann 16 wurde, wollte mein Papa mir einen Moped schenken und ich wollte mal lieber ein Klavier. Und ich habe dann aber ein Klavier bekommen, also meiner Mutter geht's gut, das wollte ich nur mal so nebenbei sagen, aber mein Vater ist zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, dein Sohn will ein Klavier und dann hat aber Mama entschieden, dass ich das bekomme und dann habe ich halt 2 Jahre lang wie wild komponiert, also ich habe zum Abi-Ball habe ich Klaviertrio geschrieben, das hatte 40 Minuten Länge, das war so richtig ambitionierte Kammermusik und es war natürlich grauenhaft, das habe ich dann erst begriffen, als es dann wirklich fertig war und ich habe halt gemerkt, dass es Beethoven und Schostakowitsch schon so viel besser gemacht haben. Und dann wäre ich irgendwie gerne Schauspieler geworden, weil ich gerne Theater gespielt habe, aber ich wusste auch, ich bin viel zu dick für die Schauspielschule, weil die suchen da ja immer so Fechter und so und Balletttypen und dann wäre ich gern Fotograf geworden, aber ich hasse Technik und
ich habe das nie gecheckt mit der Belichtung und was man da einstellen muss, bis heute nicht. Und dann wäre ich gern Schriftsteller gewesen, aber ich hatte nie die Geduld, irgendwie länger an der Geschichte zu schreiben. Aber irgendwann, dann war ich in Brandenburg und wollte Theater spielen. Ich hatte mich angemeldet für so einen Theaterworkshop und der sollte 3 Wochen lang gehen. Das war so geil. In Brandenburg in Fleckenzechlin am See gelegen, Theaterworkshop mit einem ganz durchgeknallten Theaterpädagogen, den ich kannte. Wollte ich unbedingt teilnehmen und dann war dieser Kurs voll. Und dann das Einzige, was halt noch offen war, war der dusselige Videokurs. Und Video war wirklich nichts, was mich großartig interessiert hätte. Und dann habe ich aber gedacht, gut, ich will ja jetzt auch irgendwie mit den Leuten, die da sind und die Zeit in Brandenburg verbringen und habe mich angemeldet für diesen Videokurs. Und dann habe ich da meinen ersten Kurzfilm gemacht. Der hat uns gezeigt, wie man die Kamera bedient und so ein ganz preiswertes Schnittsystem. Und mit diesem ersten Kurzfilm, da war plötzlich alles klar. Da habe ich begriffen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja, ich muss ja gar nichts richtig können. Film ist ja Zehnkampf. Das ist ja alles auf einmal und man braucht bloß die große Vision und die hatte ich eh immer. Und deswegen war das, war ab dem Moment alles geht. Und ich kam wie ein neuer Mensch nach Hause und habe gespart und meine Eltern davon überzeugt. So, also ich kaufe mir eine Kamera und ihr schenkt mir einen Computer und dann bin ich autark und kann Filme machen. Und so hat es angefangen. Und heute bist du Autor und Schauspieler und all das. Vor allen Dingen mit der Technik gehst du ganz souverän alleine um. Also Dicke Mädchen, der Film, den du erwähnt hast. Ja, souverän allein. Die einzige Kamera, die ich bedienen konnte. Also ich muss für Dicke Mädchen war mein erster Kinofilm. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das weiß. Das war, ich hatte mehrere Jahre lang an diesem Film gearbeitet, wir kamen zu keinem Ergebnis, ich war frustriert, hatte 10, 11 Drehbuchfassungen geschrieben, habe die alle in die Ecke geworfen und habe gesagt, Entschuldigung, auch wenn ich jetzt, ich muss jetzt mal wieder einen Film drehen. Und dann habe ich Dicke Mädchen gedreht und mein Kameramann hat gerade ein Kind gekriegt. Und also die Frau. Genau. Und deswegen war der weg. Und ich war nun alleine da und habe gedacht, na gut, dann mache ich es wie früher. Ich benutze die Kamera alleine, aber die einzige Kamera, die ich benutzen konnte, war halt meine kleine, alte, dumme Mini-DV-Kamera. Und Mini-DV ist nun wirklich kein Format mehr, was man heutzutage noch bedient. Also in der HD-Technik und wo alles irgendwie kein Geld kostet, aber man muss es halt irgendwie können. Aber diese Mini-DV-Kamera, die konnte ich halt gut und ich brauchte irgendwas für mein Diplom an der Filmhochschule und deswegen wollte ich, da habe ich dann mit dieser Kamera gedreht. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Film, dass den mal irgendjemand sieht. Und ich habe mir dann 2 tolle Schauspieler genommen und eben meine Oma und meine eigene und dann haben wir in der Wohnung von meiner Oma 3 Wochen lang, also 10 Tage verteilt auf 3 Wochen, einen Film improvisiert und der hieß dann Dicke Mädchen. Und dieser Film, der wurde auf einmal... Der lief auf einmal. Ganz kurz für die den Film nicht gesehen haben. Es geht um 2 Männer, die im Wechsel sich um eine demente alte Frau kümmern und dabei merken, dass sie mehr füreinander empfinden als nur reine Sympathie und dann aber mit ihrem Schwulsein am Ende nicht wirklich zurechtkommen und dann blitzartig auseinandergehen und dann ist der Film zu Ende. Relativ erschreckend nach 70 Minuten und man denkt, ach, warum ist er jetzt schon vorbei? Hätte man doch gerne 10, 20 Minuten weiter zugeguckt. Schön. Das Ende ist schon so, dass man dann, dass es so ein bisschen abgeschnitten wirkt. Das ist Absicht. Ja, das ist, also ich finde nicht, dass es abgeschnitten ist. Also der eine ist halt ein Familienvater, hat mehrere Kinder und der andere hat halt die letzten 20 Jahre mit seiner Mutter zusammengelebt, in enger Symbiose und war halt noch nie so richtig allein und frei und der ist auch noch gar nicht bereit für eine Beziehung. Also ich... Ich habe bei bestem Willen kein Happy End aus dem Film kriegen können. Na, ich wollte kein Happy End, ich wollte nur noch ein bisschen weiter zugucken. Ja, das Schöne an dem Film ist, dass er tatsächlich aussieht, wie ein Film auszusehen hat. Und wenn man dann merkt, er hat, man höre und staune, 517 Euro gekostet. Und 32 Cent. Die habe ich hier unterschlagen. Er hat irgendwie nur ein paar Drehtage gedauert. Es gibt kein Team, es gibt nur den Regisseur mit seiner Kamera und die beiden Schauspieler und die Oma in einer Plattenbauwohnung, dann ist das ganz erstaunlich. Man sieht ihn dann zum zweiten Mal und merkt, ah, da sind unheimlich viele Fehler drin. Da gibt es Gegenlichtaufnahmen, da gibt es tote Schwenks, da gibt es Ansätze, die nicht stimmen, Axtsprünge, all das. Und es stört überhaupt nicht. Wie kommt das zustande? Du, keine Ahnung. Ich kann dir das sagen. Das kommt deshalb zustande, weil die Schauspieler so toll sind.
Und weil wir auch wieder sehr akribisch an den Figuren gearbeitet haben. Und weil das eine aber Geschichte ohne Drehbuch. Ist, ohne Drehbuch. Also es gab einen Handlungsablauf, der die ganze Handlung einmal skizziert hat. Und ich habe halt jede Szene mit einem Satz beschrieben. Jetzt in Ich fühl mich Disco waren es immer mal schon 3 Sätze. Aber es stehen dann halt manchmal so Sachen da wie der und der fahren weg und haben Spaß. Und dann wird eine 10-minütige Szene draus. Also das kann schon auch passieren. Was mir immer wichtig ist, wenn ich so einen Szenenablauf schreibe oder wenn ich eine Szene skizziere, dann muss ich halt einfach wissen, was ist der Sinn dieser Szene? Wofür ist die Szene da? Was ist das Ziel? Was hat jede einzelne Figur für ein Ziel in dieser Szene? Und wenn das klar ist, dann brauchst du verdammt nochmal keine Dialoge. Ist nicht nötig. Das heißt, um mal zurück zu Ich fühl mich Disco zu kommen, diese sehr wichtige Eingangsszene mit dem Motorrad, die hast du so im Kopf bis hin zu dem Comic-Slapstick des wegrollenden Rades. Das ist dir vorher klar oder passiert das in den Proben oder passiert das sogar während der Aufnahme? Nee, das passiert dann während der Aufnahme. Also die Sache mit dem Rad, das ist uns dann, also als wir dann die Nahaufnahme auf Hanno hatten, wir haben die gedreht und dann habe ich gedacht, lass mal das Rad durchschieben. So, und dann haben wir das gemacht. Also das sind dann so Sachen, die kommen dann so. Oder beispielsweise dieser Kuss am Ende auch, wenn da kam die Schauspielerin, die Christina Große, kam an dem Morgen ans Set und hat gesagt, wir drehen heute, wie die Geräte abschalten. Ich muss meinen Mann noch einmal küssen, hat sie gesagt. Und dann haben wir das probiert und das war wunderbar. Also es gibt dann so Sachen, die passieren dann. Und das ist gut, dass die passieren. Das will ich. Ich will das offen halten. Deswegen schreibe ich keine Dialoge. Und deswegen, ich kann mir Sachen vorstellen, wie sie so laufen könnten. Und ich habe sie in meinem Kopf. Aber ich will immer offen sein, dass wir alle intuitiv auf das reagieren können, was in dem Moment passiert. Ich habe mal so ein kleines Manifest geschrieben, nach Dicke Mädchen. Und da steht drin, wir reiten auf den Wellen des Momentes. Und das ist, glaube ich, so das, was ich immer möchte. Wie oft greifst du ein? Wie oft brichst du ab, wenn Szenen in eine Richtung laufen, die dir nicht mehr gefällt? Oder lässt du immer alles ausspielen und entschneidest dann am Schneidetisch? Ich lasse immer erstmal ausspielen und gucke mir das an und sage dann nachher irgendwie, dass das, was eine Richtung genommen hat, die ich nicht wollte oder womit ich unzufrieden bin oder so, oder wo ich glaube, dass auf der anderen Seite passiert es sehr oft, dass es andersrum der Fall ist, dass Dinge passieren von den Schauspielern, weil sie merken, dass es richtiger ist als das, was ich mir ausgedacht habe. Das ist dann immer ein bisschen schmerzhaft als Regisseur, wenn man merkt, dass etwas, was man sich ausgedacht hat, nicht aufgeht. Aber die Schauspieler haben die größere Kompetenz innerhalb ihrer Rollen. Deswegen stimmt es ganz oft, was die sagen. Das will man als Regisseur nur ganz oft nicht wahrhaben. Es gibt ja am Ende des Films sowas wie Outtakes, die nicht wirklich Outtakes sind, aber da sind Szenen, die du dann doch irgendwie als nicht passend empfunden hast. Zum Beispiel die Pornoszene, wo der Vater vor dem Computer sitzt. Die passt nicht mehr zur Figur, aber du warst doch so verliebt in sie, dass du sie hinten dran gehängt hast? Doch, die passt sehr gut zur Figur. Das zum Beispiel ganz konkret war eine Geschichte, da habe ich mich auseinandergesetzt mit meinen Produzentinnen und meiner Redakteurin. Also nachdem die Mama gestorben ist eine Weile, das war mal an einem Punkt, wo Flori nach Hause kommt und er hat sich halt von Mama verabschiedet oder er war mal wieder bei Mama im Krankenhaus, die halt für ihn nicht wieder aufwacht, was sie sonst tut, und er kommt nach Hause und da holt sich Papa einen runter. Und für mich war das immer so ein trauriges Bild. Es ist der Mann, der keine Frau mehr hat und der sitzt halt vorm Computer und holt sich einen runter. Und das war für mich ein vollkommen normaler Vorgang. So, und die Peinlichkeit halt, wenn der Sohn den Vater erwischt oder so. Und es war aber so ein bisschen, es war an der Stelle so ein bisschen Slapstick und es ging auf Kosten der Emotionen. Und deswegen ist es an der Stelle rausgeflogen, und weil sowas aber gut in den Abspann passt. Das sind ja keine richtigen Outtakes, ne? Du hast es ja gesagt, das sind ja alles so Szenen, die dann halt einfach nicht im Film vorgekommen sind. Also ich finde, Oma kann richtig stolz sein auf Dicke Mädchen, weil sie wirklich super rüberkommt. Oh, ich habe jetzt letztens so einen Demenzfilm in der ARD gesehen mit Frau Hörbiger. Also ich finde, Oma hat Frau Hörbiger locker an die Wand gespielt. Ja, aber der Demenzfilm mit Frau Hörbiger war unterirdisch, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber Frau Hörbiger hat keine Demenz gespielt, sondern sie war verrückt. Das war ja das Problem.
Und sie hat am Ende noch eine Rede gehalten, hochdement, also alles Unsinn. Alles ja, Unsinn. Wahnsinn. Nein, also Oma kommt super gut rüber. Ja. Was hat Papa denn zu seiner Figur gesagt? Naja, also beim ersten Mal gucken musste er schon schlucken. Also er hat, glaube ich, dreimal gebraucht, um den Film zu sehen. Und dann kam er irgendwann zu mir und sagte, also am Anfang habe ich es ja noch nicht so richtig verstanden, aber jetzt weiß ich, der Film ist gut. Und klopfte mir so auf die Schulter. Naja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er sich mit seiner Figur identifiziert. Das Problem ist folgendes. In der Teampremiere saßen meine Mutter und mein Vater nebeneinander. Und meine Mutter, die hat eine dreckige Lache. Die lachte so laut. Und das Problem war, sie lachte immer anderthalb Sekunden früher als der Rest im Saal. Und danach, weil sie wusste, was kommt. Ja, naja, und weil sie das so, sie sagte zu da und da plaudert er aus dem Nähkästchen und haha. Sie war halt einfach nur froh, dass sie nicht dran war in diesem Film. Und nachdem der Film zu Ende war, stand mein Papa so ein bisschen geknickt und kleinlaut auf und sagte zu meiner Mutter, ich fühle mich ausgelacht. Daraufhin sagte meine Mutter, aber das bist doch gar nicht du. Das ist doch eine Figur. Und es hat es nicht gut gemacht. Auf jeden Fall, also, das ist erstmal so, Hanno ist nicht mein Papa. Heiko Pinkowski, der Schauspieler, hat sich in seiner Rolle deutlich emanzipiert, genauso wie ich nicht Flori bin und Flori sich emanzipiert hat. Aber es gibt natürlich bestimmte Sachen, die stimmen einigermaßen und mittlerweile kann mein Papa das mit Humor nehmen. Also es wird nochmal noch interessant, wie er das seiner Familie gegenüber und seinen Trainerkollegen, wie das so wird. Mal gucken. Die werden jetzt alle zur Premiere in Berlin eingeladen. Bin ich sehr gespannt. Es ist schon scheiße, wenn du einen Sohn zeugst, der dann Filmemacher wird. Ist schon doof. Also wirklich. Also in diesem schon zitierten Presse-Leaflet steht dann drunter, von dir geschrieben, sorry Mama, du kommst auch noch dran. Ja. Das ist jetzt kein Versprechen, sondern eine Drohung. Ja, als Mama das gelesen hat, hat sie direkt angerufen und gesagt, ist da was in Planung? Da ist natürlich nichts in Planung, oder? Nein, gar nichts. Eine wichtige Figur müssen wir noch ansprechen, bevor Sie dann Ihre Fragen stellen können. Das ist Rosa von Praunheim. Rosa von Praunheim ist nicht nur der Sexualtherapeut auf dem Sofa hier, wer ihn nicht erkannt haben sollte, sondern Rosa von Praunheim ist sozusagen die Mutter dieses Filmes und die Mutter des Filmemachers Axel Ranisch. Was bedeutet Rosa von Praunheim? Rosa von Praunheim bedeutet mir deshalb so viel, weil er mein Professor war an der Filmhochschule. Ich bin an die Filmhochschule gekommen, glaube ich, auch nur, weil es Rosa gab. Ich habe diese ganz unglaublich schlechten, rotzigen ersten Filme gedreht, alle mit der Mini-DV und mit Freunden vor der Kamera und so. Und das waren so Sachen gegen Rassismus. Und Rosa fand das unendlich toll und hat mich halt aufgenommen, obwohl ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendein anderer Filmprofessor in Deutschland mich irgendwie zum Studenten aufgenommen hätte. Rosa hat das irgendwie gerochen, dass wir uns gut verstehen. Und ich habe ihn kennengelernt in dieser Einführungswoche an der Filmhochschule oder dieser Bewerbungswoche. Und ich fand ihn zauberhaft. Ich wusste nichts von ihm. Ich dachte, er ist eine Frau, als ich dorthin bin, weil Rosa, keine Ahnung. Und dann haben wir uns aber so gut verstanden und dann habe ich auch begriffen, wer Rosa so ist und was der bis dahin gemacht hat. Und dann kam ich nun an diese Filmhochschule und Rosa war, das war so irre, weil in dem Gespräch, in diesem Bewerbungsgespräch, wir waren da so eine Gruppe von 20 Bewerbern und Rosa hat so einen Impro-Kurs mit uns gemacht. Und er stellte so Fragen, hatte so ein Formular, wo man so Fragen beantworten musste. Was würdest du für Kunst tun? Würdest du deine Scheiße fressen? Fremde Scheiße fressen? Deine eigene Scheiße auf der Bühne fressen? Würdest du einen Pakt mit dem Teufel eingehen? Würdest du mit einem Redakteur schlafen? Und das musste man so ankreuzen, lauter so Fragen. Und ich habe das so angekreuzt. Und da meinte er, man muss seinen Namen draufschreiben. Und ich dachte, er nimmt das dann irgendwie, war 20, kam gerade vom Abi und ich dachte, er nimmt das nach Hause, korrigiert das später und so. Nein, Rosa nahm das und las dann vor. Also, Axel Ranisch hat geschrieben, er würde. Und dann hat er diese ganzen Antworten vorgelesen. Und wieso würdest du denn mit einem Redakteur schlafen, um einen Film zu machen? Dann habe ich gesagt, nein, das hängt von dem Redakteur ab. Und dann hat er gesagt, bist du denn schwul? Und ich hatte es wirklich noch niemandem gesagt. Und in dieser Bewerbungsrunde und dann platzte das aus mir heraus und ich sagte, ja. Und Rosa war gleich ganz begeistert und fragte dann noch weitere 20 Themen ab und Fragen zu dem Thema
Und dann war ich nun Student von ihm und hatte plötzlich jemanden, ich hatte plötzlich einen eigenen Sexualtherapeuten, mit dem ich das erste Mal über Homosexualität reden konnte, weil mit meinen Eltern ging das nicht. In Lichtenberg gab es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele offensichtlich schwule Menschen, mit denen ich hätte darüber reden können. Ich hatte es ein paar Freunden gesagt, aber Rosa war der erste Mensch, mit dem ich wirklich auch einfach über alles Mögliche reden konnte. Und dann waren wir ja sehr eng, wir waren nur 6 Schüler in unserer Klasse und wir haben immer bei Rosa zu Hause Unterricht gehabt und Rosa hat sich immer so Sachen ausgedacht, wir sind dann weggefahren und waren eine Woche irgendwo und haben da Unterricht gemacht oder wir haben 3 Wochen nachts Unterricht gemacht oder er hat uns in den Knast gesteckt, in Einzelhaft und dann mussten wir dort in Einzelhaft Filme drehen und Rosa wusste so wahnsinnig viel von mir und nach 1,5 Jahren ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt, rief er plötzlich bei mir zu Hause an und sagte, so Axel, frag doch mal deine Eltern, ob das in Ordnung ist, wenn ich am Sonntag zu Besuch komme. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn Rosa am Sonntag einen Hausbesuch macht. Und sie sagten, ja klar, natürlich, soll er doch machen. Ja, Rosa, du kannst kommen. Und 5 Minuten später rief er wieder an, ach so, kann ich auch einen Kameramann mitbringen? Oh Gott. Und dann habe ich so einen Schiss gehabt, weil ich dachte, Rosa kommt jetzt nach Hause, um mich bei meinen Eltern zu outen, weil er das ja wusste. Und ich dachte so, naja gut, okay, dann soll er es machen. Weil welcher junge Schwule hat schon dieses Privileg dann irgendwie, dass man das aufzeichnet und dass das irgendwie der eigene Professor tut, ist ja auch was Schönes. Und ich stehe ja dann in einer guten Tradition, so Biolek, Kerkeling, Axel, ist ja auch in Ordnung, so alle von Rosa geoutet. Und dann kam er und dann war er aber ganz hinreißend und hat mich nicht geoutet und war dann so zuckersüß. Meine Oma war auch da und der liebt ja alte Damen. Und dann hat er 2 Stunden lang nur geschwärmt von mir und seitdem hatte ich halt nie wieder irgendeine Diskussion mit meinen Eltern darüber, ob das Sinn macht, was ich so mache oder nicht. Das war ganz toll. Und die Aufzeichnung, was ist damit passiert? Die ist in dem Dokumentarfilm gelandet, Rosa Kinder. Tatsächlich. Also wir haben sie Jahre später verwendet und Rosa ist letztes Jahr 70 geworden. Und wir waren 5 Regisseure, die sich zusammengeschlossen haben, Rosa Kinder, alles Studenten oder Zöglinge von Rosa von Braunheim. Wir haben einen Film zusammengedreht zum 70. Geburtstag von Rosa. Ja, über uns 5 und unseren Übervater Rosa von Braunheim. Welche 5? Tom Tikwa, Chris Kraus, Julia von Heinz, Robert Thalheim und ich. Das ist eine illustre Runde, die ja man auch nicht so vermutet hätte. Nee. Den Schauspieler Heinz Pinkowski, den hast du auch Heiko Pinkowski hast du auch über Rosa kennengelernt. Nee, den habe ich nicht über Rosa kennengelernt. Der kam an die Filmhochschule in einem Schauspielworkshop, den Gabriele Gysi gegeben hat. Die war Dramaturgin an der Volksbühne. Und die kam immer einmal im Jahr an die Filmhochschule und hat so 20 Schauspieler mitgebracht. Und dann, das war so die erste Konfrontation von uns jungen Regisseuren mit Schauspielern. Und die brachte Heiko mit und ich war krank und ich habe ihr aber geschrieben, was ich so für einen Schauspieler brauche für den Kurzfilm, den ich mir so ausgedacht habe und sie meinte, ich habe den perfekten Mann für dich und sie hatte Heiko und dann habe ich mit Heiko den ersten Film gedreht und das war 2005 und das seitdem alle weiter. Seitdem, genau, 15 Kurzfilme und jetzt drehen wir demnächst den 4. Langspielfilm. Und er ist natürlich auch Teilhaber deiner Produktionsgesellschaft, die, wie Urs schon gesagt hat, sehr gute Filme heißt. Ich habe, glaube ich, keine Produktionsgesellschaft mit einem besseren Namen bis jetzt kennengelernt. Dafür schon mal herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja. Und jetzt sind Sie dran, wenn Sie Fragen stellen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Ich würde gerne fragen zur Funktion der klassischen Musik im Film und vor allem Klavier und dann vor allem Rachmaninow. Ausschließlich, ja. Naja, ich finde ich wollte immer schon einen Film machen mit ausschließlich Musik von Rachmaninow. Und dieser Film, ich finde, der lebt auch von diesem Spannungsverhältnis zwischen Rachmaninow und Christian Steifen. Das ist auch so mein
Spannungsverhältnis, glaube ich. Ich liebe Rachmaninow und vor allen Dingen, als ich in dem Alter von Flori war, habe ich Rachmaninow rauf und runter gehört. Der hat mich mitten ins Herz getroffen. Ich habe immer weinen müssen von der wunderbaren Musik und deswegen lag für mich von Anfang an, seit 2008, immer wenn ich geschrieben habe an dieser Geschichte, habe ich zu Rachmaninow geschrieben. Und deswegen musste der einfach in den Film. Ganz einfach. Weitere Fragen? Noch Fragen? Für mich fehlt jetzt noch ein ganz wesentlicher Darsteller, und zwar der Darsteller des Florians. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat, weil ich das, ich weiß nicht, wie alt er tatsächlich ist, aber ich vermute, in einem Alter, wo ich es unglaublich schwer einschätze, diese Figur in dieser Offenheit zu spielen. Wie geht das? Ja, das ist für mich nach wie vor ein Wunder. Also wir haben den Schauspieler über ein halbes Jahr lang gesucht. Ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich gecastet und dann halt auch gleich entsprechend lang, weil wir natürlich die Nadel im Heuhaufen gesucht haben. Wir brauchten einen Darsteller, der moppelig ist und mit Souveränität damit umgeht, der sich in der Badehose zeigt, der aber Humor hat und so viel Charme, dass man ihn immer in den Arm nehmen möchte und der aber auch sich traut, einen schwulen Jungen zu spielen und so einen Kuss. Und also es war unglaublich. Ich habe so viele Jungs zum Casting gehabt, es waren auch tatsächlich 2, 3 dabei, die ich sehr gut fand und die ich gern besetzt hätte, die aber gesagt haben, aber wir wollen keinen schwulen Jungen spielen am Ende und die Rolle nicht spielen wollten, deshalb. Und wir haben auch mal den Dreh verschoben nach 4 Monaten Suche, weil wir es einfach nicht gefunden haben. Wir haben halt erst alle abgegrast, die schon jemals vor der Kamera gestanden haben. Und das waren schon sehr viele. Danach haben wir Streetcaster losgeschickt. Das war dann so eine ganze Armee von 20 Streetcastern. Die stehen auch alle im Abspann, die dann losgezogen sind. Und die haben halt in den Jugendclubs, in den Jugendtheatergruppen, in den Schulen, beim Christopher Street Day, wir haben überall gesucht nach denen und auch da wieder alle möglichen angeguckt. Und dann am Ende haben wir noch, weil die Produzentinnen des Films, die Cordes-Schwestern, die haben einen Film gemacht, der heißt Poll. Und es gab eine ganz tolle Casterin, die ist eigentlich Dokumentarfilmerin, Britt Bayer, die macht hinreißende Dokumentarfilme. Vor 2 Tagen lief einmal im Fernsehen, Werden Sie Deutscher? Ein Traum. Auf jeden Fall Britt Bayer, die hat für Poll die Hauptdarstellerin gecastet. Das war auch so eine Paula Bär, so eine jüngere 15-Jährige. Und die macht halt ihren ganzen Verwandtschaftskreis verrückt, dass die Verwandtschaftskreise und Freundeskreise ihrer Freundeskreise verrückt machen und von deren Freundeskreisen sind dann irgendwo welche da, so, die dann Ideen haben. Also ich bekam dann auf jeden Fall viele Mails mit Fotos von Jugendlichen, die vielleicht in Frage kommen. Es gab immer wir hatten so ein großes Schild, mit dem wir immer unterwegs waren, da stand drauf: Flori, wo bist du? Und irgendwann dann, nach 5,5 Monaten, kam dann ein Bild in meinem Mailpostfach von Fridtjof Gavenda von der Waldorfschule in Stralsund, der sich fotografiert hatte und ein kleines Video dazu getan hat, wo er auf der Gitarre ein Lied spielt, was er selbst geschrieben hat. Und ich sah das Foto und musste lachen und ich habe das Video geguckt, wie er singt und bekam plötzlich so eine Gänsehaut und ich bekam ganz feuchte Augen. Und da dachte ich so, Wahnsinn, der hat ja eine Ausstrahlung, das ist ja irgendwie genau das, was du die ganze Zeit suchst, da ist er. Jetzt müssen wir es ganz schnell überprüfen, ob das klappt im Zusammenspiel mit Heiko, mit dem Papa, das Vater und Sohn stimmen und so. Und Heiko und ich sind dann ganz aufgeregt losgefahren. Das war gar nicht so leicht, weil Fridtjof war gerade in einer Exkursion für die Waldorfschule. Die waren 2 Wochen lang in so einem Ökobauernhof eingesperrt und haben da 2 Wochen lang Kühe gemolken. Und die durften ihr Handy nicht mitnehmen, weil sonst wären die von der Schule, die hatten Handyverbot. Und jetzt habe ich irgendwie mit der Mutter von Fridtjof dann gesprochen und
und dann haben wir so spionagemäßig ein Handy mit eingeschleust auf diesen Biobauernhof, damit wir dann eine Stunde verabreden können, in der, weil die Schule war total dagegen, dass er das macht, damit wir ihn eine Stunde angucken können und das testen können mit Heiko. Und dann haben wir innerhalb dieser einen Stunde so ganz schnell so einen kleinen Kurzfilm gedreht, den ich dann meiner Redakteurin und meinen Produzentinnen zeigen konnte. Und dann waren wir alle sofort verliebt in ihn. Und dann hatten wir ihn. Und ähnlich toll war das auch mit Robert, der den Radu spielt. Ich wusste nicht, dass es den wirklich gibt. Ich hatte in meinem Szenenablauf irgendwann geschrieben, dass ich mir wünsche, dass der Radu ein Rumäne ist und dass der so einen Akzent spricht und dass der schön ist und trotzdem verpickelt und dass das irgendwie und dann kam der plötzlich, der Robert Bär, und kam ursprünglich aus Rumänien und war dann da und er war der war total introvertiert, aber schon beinahe autistisch, so der Schauspieler, und aber der hatte so ein Charisma, und dann war halt so dieser extrovertierte Flori so sehr barock in seiner ganzen Erscheinung und dieser autistische Robert, und die waren, also ich finde ja, die sind so ein schönes Liebespaar, also seit Harold und Maud habe ich eigentlich nicht so ein schönes Liebespaar gesehen, wirklich, und wir haben die beiden dann, weil Robert kam aus Köln und Friedrich kam aus Stralsund, wir haben die dann in so eine WG gesteckt in Berlin-Mitte, wo die dann zusammen gewohnt haben. Die mussten zwei Wochen vor Drehbeginn da sein, weil ich halt, Friedhoff hatte noch nie vor einer Kamera gestanden, mit dem wollte ich halt ein, zwei kleine Kurzfilme drehen und den so ein bisschen an die Kamera gewöhnen und dem so zeigen, was Improvisation bedeutet. Und Robert, der musste jeden Tag ins Training, in die Sprunghalle, damit er zumindest so einige Grundbegriffe von Wasserspringen kapiert. Der war dann bei meinem Vater im Training. Und die beiden wohnten da zusammen in WG und haben sich halt kennenlernen können und haben sich Gott sei Dank auch gut verstanden. Also Friedhoff war zu Drehbeginn 15 und Robert war gerade 18 geworden. Jetzt sind sie beide ein Jahr älter. So. Und diese Kussszene, obwohl sich beide kein Problem damit hatten, dass sie einen schwulen Jungen spielen, war diese Kussszene natürlich nicht ohne, ne? So, ist gerade, also wir haben sie dreimal gedreht, also an drei Tagen. Weil beim ersten Mal war unsere Aufregung bei uns allen noch so groß, also auch bei mir war die Aufregung wahnsinnig groß, weil ich nicht genau wusste, wie gehst du denn da jetzt ran? Wie sagst du denn jetzt bitte so einem Jugendlichen? Also erstmal kannst du ja nur sagen, so jetzt, na dann, macht mal. da fehlt einem ja auch so ein bisschen das, normalerweise arbeitet man ja mit Schauspielern, die alles Mögliche so machen. Und bei den Jugendlichen, die hatten ja jetzt auch erstmal Schiss voreinander oder vor dieser Zärtlichkeit, nur ist das ja ein schwieriges Alter. Also ging es einfach darum, sich daran zu gewöhnen. Wir haben es beim ersten Mal gedreht, das war dann noch ein sehr flüchtiger Kuss. Wir haben den 5-6 Mal gedreht, der blieb flüchtig. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt habe ich das. Und dann haben wir aber zwei Tage später, als die beiden wieder am Set waren, habe ich gesagt, wisst ihr was, heute Abend, wenn es dunkel wird, drehen wir die Szene einfach nochmal. Was, die haben wir doch schon gedreht und so. Und das kann ja, wir sind doch da schon viel weiter jetzt. Ich sage, nee, wir drehen die einfach nochmal, weil ich glaube, wir können die schöner. Und dann haben wir die nochmal gedreht. Und da war schon weniger Widerstand. Also da wurde das so langsam alltäglich, das mit dem Kuss. Und als wir das dann den dritten Tag gedreht haben und ich dann wieder sagte, und wisst ihr, was wir heute Abend nochmal drehen? Dann sagten sie, ja, den Kuss. So, genau, wir drehen heute Abend nochmal den Kuss. Dann wollte der Robert das richtig, richtig machen und hat dann so in einmal hat er dann so dem Friedhoff die Zunge reinge und anderthalb Minuten. Und ich dachte, ich saß nur da und dachte, na, mal gucken, wie lange er das jetzt noch macht. Aber schön ist es ja nicht. So. Dann habe ich gesagt, also, ja, das war interessant, aber also so lang muss es jetzt auch nicht. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und danach war er dann perfekt. So. Und dann waren die endlich so weit. Also dann war diese Hürde auch weg, dass es jetzt wahnsinnig schlimm ist und unangenehm ist, da einen Jungen zu küssen. Und dann kam tatsächlich die Zärtlichkeit rein, die ich mir immer gewünscht hatte. So. Aber es ist natürlich ein Weg so. Und da muss man dann auch hartnäckig bleiben. Also es geht, glaube ich, an der Stelle nur über Kontinuierlichkeit.
Was gerade deutlich wurde, so neben, im Nebensatz, Sie sagten, wir sind da schon sehr viel, wir sind da schon weiter. Das heißt, du drehst ja deine Filme chronologisch. Ja. Also die Szenen, die wir sehen, entstehen auch nacheinander. Ja. Das ist ein ganz ungewöhnliches Arbeiten eigentlich für einen Filmemacher. Das ist deshalb ungewöhnlich, weil es halt oft so viel, also weil man oft so viele Drehorte hat und manche Drehorte kosten ja dann besonders viel Geld oder Schauspieler können nur an bestimmten Tagen oder man kann den Drehort nur donnerstags und mittwochs haben und dann versucht man halt alle Szenen, die an dem Drehort spielen, am Donnerstag und Mittwoch abzuarbeiten. Und ich habe aber festgestellt, dass dadurch, dass ich ja ohne Dialoge arbeite und dadurch, dass mir diese Figurenentwicklung so wahnsinnig wichtig ist, ist mir das auch unendlich wichtig, dass meine Schauspieler mit ihren Figuren zusammen die Geschichte erleben. Und das geht nur, wenn man bei Szene 1 anfängt und bei Szene Z aufhört. Und deswegen scheiße ich dann auf solche Drehorte, die, was weiß ich, zu teuer sind oder ich versuche, also es ist halt ein langes Ringen mit der Produktionsleitung, dass man das hinkriegt, aber ich will es niemals mehr anders machen, weil ich finde es so absolut wichtig, dass halt chronologisch gedreht wird und deswegen war das an so einem Punkt, also wir kamen an den Punkt, an dem diese Kussszene hätte sein sollen und dann haben wir es halt noch trotzdem noch zweimal gedreht, obwohl wir eigentlich in der Geschichte schon woanders waren. Dann muss ich aber dazu zu dieser Arbeitsweise noch sagen, ich habe ja immer ein sehr kleines Team, also jetzt auch in Ich fühl mich Disco waren wir nie mehr als 10 Leute am Set und dadurch sind die Drehtage aber auch so kurz, weil ich nicht so eine ganze Batterie habe von Leuten, die gigantisch viel Licht aufbauen, sondern mein Licht ist immer sehr sparsam. Mein Kameramann, der muss sich da Strategien ausdenken, wie er Licht setzen kann, ohne dass es Zeit in Anspruch nimmt. Das ist immer Dennis Pauls. Das ist immer Dennis Pauls. Und der hat beispielsweise, als wir diese Wohnung gebaut haben, 2 Wochen vorher Zeit gehabt, die Wohnung im Vorfeld so mit Lampen auszustatten, dass man immer die Lampen an- und ausmachen konnte, die ich gebraucht habe. Also wenn es dann irgendwo, wenn wir dann irgendwo gespielt, meine Prämisse ist, wir müssen, es darf keine Lichtumbauten geben, in denen die Konzentration der Schauspieler auf die Folter gespannt wird und ich muss immer 360 Grad bespielbar sein können. Das heißt, so die Schauspieler dürfen machen, was sie wollen. Wenn die jetzt die Intuition haben, sie gehen dort in die Küche, dann muss das möglich sein, ohne dass wir jetzt einen Lichtumbau haben. Und dann dadurch, weil wir dieses relativ kleine Team haben und das Licht im Vorfeld schon gesetzt ist, gehen meine Dreharbeiten immer relativ schnell. Das heißt, in den meisten Fällen drehen wir nicht mehr als 6 Stunden am Tag. Wir haben zweimal 8 Stunden gedreht. Wir haben aber auch zweimal nur 3 Stunden gedreht. Danach war alles im Kasten, was ich für den Tag brauchte. Dann hat die Produktion angerufen und gesagt, das kann nicht sein, wir drehen hier, wir bezahlen ganze Drehtage und du drehst 3 Stunden. Das ist aber, ich meine, erstens, was soll man machen, wenn die Szene toll ist? Dann ist halt Schluss nach 3 Stunden. Und zweitens, ich gehe halt nach dem Drehtag mit dem ganzen Material nach Hause und setze mich mit meiner Cutterin hin und wir schneiden. Wir schneiden dann halt noch 6, 7, 8 Stunden und überprüfen, ob das stimmt, was wir an dem Tag gedreht haben und ob die Szenen funktionieren. Und dann wächst der Film wie in so einem großen Guss, wächst der chronologisch. Dadurch, dass man ja vorne anfängt und dass man immer schneidet, sieht man also mit jedem Tag Stückchen mehr den Film wachsen. Und dann am nächsten Tag beginnt der Drehtag damit, dass ich meinen Schauspielern und meiner Crew den bisherigen Film zeige und man immer sehen kann, wo man jetzt ist und was bisher alles passiert ist. Und am letzten Drehtag ist der Film fertig? Ja, und am Tag nach den Dreharbeiten haben wir den ersten Rohschnitt angeguckt. So, also und dann war, also das war der erste Rohschnitt, der war 115 Minuten lang und dann haben wir natürlich noch geschnitten und es sind halt noch 17 Minuten rausgeflogen. Oder 20, und wir haben noch ein paar Sachen umgestellt, aber der Schnitt, der Großteil des Schnittes war tatsächlich nach dem Ende der Dreharbeiten beendet. Noch Fragen von Ihrer Seite? Ob der Film schon auf Festivals lief? Also Premiere hatte der beim Filmfest in München und das war durchaus phänomenal, möchte ich sagen. Du warst da, ne? Stimmt. Ja. Also das war schön. Und dann, also der Film hat jetzt, das ist jetzt auch neu für mich, der hat jetzt nicht so viel Zeit für Festivalauswertung, weil der tatsächlich relativ schnell nach Fertigstellung schon ins Kino kommt.
Ich weiß nicht ganz genau, warum wir das so gemacht haben oder mein Verleih. Manchmal ist es ja so, dass bei so Festivals verdient ja so ein Verleih nicht so viel, ne? Weil die Leute, die beim Festival den Film gucken, die sind dann nachher fürs Kino weg und vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, also er lief jetzt auf 4, 5 Festivals. Fridtjof hat letzte Woche gerade einen Nachwuchsdarstellerpreis bekommen. Bei den Filmkunsttagen in Sachsen-Anhalt haben sie ihn ausgezeichnet. In Leipzig lief der Film bei der Filmkunstmesse. Jetzt läuft er bei euch in Mainz im November beim Films. Und am X-Ground noch, ne? In Wiesbaden. Genau, und jetzt X-Ground, genau, dann Biennale in Wien kommt er jetzt am 1. November. Also er läuft schon ganz gut auf Festivals so. Und also bisher habe ich Glück. Die, die den Film scheiße finden, sagen es mir bisher noch nicht. Ich hätte jetzt noch eine Frage zur Abrundung vielleicht. Wie kam jetzt die Hauptdarstellerin dazu? Die Christina Große, die Mama, die, ja, die war für mich schon, also ganz lange war sie meine Traumbesetzung. Ich kannte sie nicht. Ich kannte sie halt aus Film. Ich kannte sie zum Beispiel aus Netto von Robert Thalheim. Da hat sie die Mama schon. Erstaunlich gibt es sehr viele Parallelen zu Netto von Robert Thalheim. Ist dir das schon aufgefallen? Da bei Robert gibt's halt so einen Country-Sänger und ist eine Vater-Sohn-Geschichte und Christina Große ist die Mutter und bei mir gibt's halt einen Schlagersänger und es ist eine Vater-Sohn-Geschichte und Christina Große ist die Mutter. Aber dein Alkoholismus. Bei wem? Bei dir. Nicht? Doch. Ich weiß nicht. Ach so. Also, findet ihr, dass Hanno ein Alkoholproblem hat? Nee, ne? Nee. Gar nicht. Na, er trinkt halt in dem Moment, wo er sehr leidet, trinkt er, aber er hat kein Alkoholproblem, oder? Es wird schon ganz schön viel gesoffen. Ja. Aber vielleicht ist es noch kein Alkohol. Na, wer weiß. Ich glaube, also mein nächster Film wird übrigens über Alkohol gehen, über Alkoholsucht. Der wird, also der heißt jetzt im Arbeitstitel, kriegt noch einen besseren Titel, der wird Alki Alki heißen. Und das wird ein Buddy-Movie, die Freundschaft zwischen einem Alkoholiker und seiner Sucht. egal, Christina Große. Christina war für mich ganz lange die Wunschbesetzung, weil ich in ihr immer so, naja, ich finde, sie ist halt meiner ältesten Schwester so ähnlich. Und meine älteste Schwester hat alles, was meine Mutter so mütterlich gemacht hat, hat meine älteste Schwester abbekommen von ihr. Die hat halt auch zwei Jungs und irgendwie... die war mir immer so nah. Ich habe sie immer in den Filmen gesehen und habe gedacht, Christina könnte zu meiner Familie gehören. Und dementsprechend habe ich ihr dann irgendwann einen langen Brief geschrieben und habe gesagt, liebe Christina, ich hätte da eine Rolle. Erstmal gibt's ein großes Problem, weil die Rolle ist eigentlich nach 15 Minuten tot. aber wenn du das jetzt liest, darfst du das nicht so lesen, wie dass sie tot ist, weil wenn jemand tot ist in meinen Filmen, dann heißt das nicht zwingend, dass der komplett tot ist. Da gibt's noch Spielraum. Und jetzt möchte ich dir sagen, warum du meine Traumbesetzung ist, weil ich das Gefühl habe, du könntest zu meiner Familie gehören und weil ich glaube, ich meine, wir kennen uns noch nicht, aber ich glaube, wir haben irgendwie wahnsinnig viel gemeinsam. Und Christina hat diesen Brief gelesen und war so gerührt, dass sie mich halt tatsächlich zurückgerufen hat. Und dann haben wir uns getroffen und haben ein ganz schönes Frühstück zusammen gemacht. Ich habe ihr Frühstück gemacht und sie brachte 2 Kilo Erdbeeren mit. Und dann haben wir über alles Mögliche geredet und über unsere Familien und über unsere, was uns so geprägt hat und dann auch über den Film. Und dann hat sie halt ganz schnell Ja gesagt und gesagt, okay, also ich verzeih dir das und wenn wir da wirklich ein bisschen Spielraum haben und Tod nicht gleich Tod heißt, dann freue ich mich auch drauf. Du musst mir nur versprechen, weil weißt du, ich habe leider so eine etwas spitze Nase, dass wenn ich dann im Krankenhaus im Bett liege, dann darf die Nase nicht so schrecklich nach oben gucken und die ganze Zeit, also ich möchte nicht, dass im Film das Einzige, was man von mir mitkriegt, meine Nase ist. Dann habe ich gesagt, das kann ich dir versprechen. Ja, ich habe auch noch eine Frage, eigentlich sogar zwei. Ja. Was tut sich im deutschen Film, heißt diese Reihe? Und mich interessiert natürlich, ja, verfolgst du den deutschen Film irgendwie? Hast du vielleicht sogar Vorbilder? Und die zweite Frage, die daran vielleicht anschließt, ihr wart 6 Leute in der Klasse bei Rosa. Was habt ihr anders gemacht? Was macht ihr anders als vielleicht andere, die von der Filmhochschule kommen? Wir waren fleißig. Klar.
Nein, das ist gar nicht so klar. Also ich habe viele Mitschüler erlebt, die oder Studenten an der Filmhochschule, die haben sich über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren versucht, an Filmhochschulen in Deutschland zu bewerben und haben das zum Sport erklärt. Also das war halt irgendwie so bis ich endlich genommen werde, das war halt ein Riesenmarathon. Und die haben halt so viele Filme gemacht, um an der Filmhochschule angenommen zu werden. Und als sie dann endlich nach Jahren angenommen waren, haben sie gedacht, sie haben es geschafft und haben sich dann ausgeruht und haben dann keinen Film mehr gedreht. Davon gibt es eine ganze Menge an allen deutschen Filmhochschulen. Und Rosa hat uns halt immer sehr in den Arsch getreten. Also wir mussten halt wirklich jede Woche einen Film drehen. Rosa hat uns immer Freitag oder Donnerstag eine Hausaufgabe aufgegeben, hat gesagt, dreht einen Film zu dem und dem Thema mit dem und dem formalen Vorgaben. Und am Dienstag musste der Film fertig sein. Und dann haben wir uns die gegenseitig angeguckt und haben uns dann immer kritisiert. Das heißt, wir waren wirklich sehr praxisorientiert, sehr fleißig und haben sehr viele Filme gedreht. Ich glaube, das hat uns 6 Studenten sehr gut getan. Allen 6. Davon zehren wir. Und jetzt zu deiner ersten Frage. Ich beobachte den deutschen Film sehr genau. Und ich finde, es tut sich sehr viel im deutschen Film. Vor allen Dingen, was sich tut, ist eine Rückkehr des herzlichen Humors. Ich finde, es gibt so eine Generation von jungen Leuten, das sind natürlich nicht nur Studenten von der HFF, aber es sind auch einige, also da zählt zum Beispiel Aaron Lehmann mit seinem Kohlhaas-Film, Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel, ein ganz wunderbarer Film, oder eben auch Jakob Lass mit Love Sticks oder Tom Lass mit Papa Gold oder Dietrich Brüggemann, also das ist natürlich schon, es ist tatsächlich auch eine ganze Ecke von jungen Filmemachern, die durch Rosa geprägt sind, kann man gar nicht, genauso wie Robert auch. Da gibt's eine Reihe von jungen Leuten, die haben plötzlich wahnsinnig viel Humor. Und das genieße ich total. Weil nachdem wir so die tolle Berliner Schule hatten und so, wo der Alltagsmensch und ausgestellt wurde und das manchmal auch konsequent nicht erzählen und das zur Kunstform erklärt wurde, und das ist ja auch alles wichtig und toll und gut, aber was mir da immer gefehlt hat, war der Humor. Ich habe immer das Gefühl gehabt, eigentlich waren wir doch mal sehr lustig. Also vielleicht noch vorm Krieg, aber wir waren wirklich alle mal sehr lustig in Deutschland, auch im Film. Und ich habe das Gefühl, das kommt da so ein bisschen zurück und das macht mich sehr glücklich. Wenn keine Fragen mehr sind, letzte Chance, dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Axel Ranitzsch nochmal. Ulrich Sonnenschein. Danke dir. Und ich möchte natürlich nochmal darauf hinweisen, wenn Ihnen der Film gefallen hat, 31. Oktober geht's in die Kinos. Sagen Sie es weiter, denn jeder Besucher ist wichtig. Ja.